Ja, hallo, ich bin's, der Bundestrainer. Und jetzt ist eben dann auch Spiel mit der Nationalmannschaft gegen Spanien. Und ist denn für uns auch wirklich ein ernster Test? Ja, klar. Oh, Telefon, Sekunde. Der Guardiola ruft mich an. Hallo Pep, ich bin's, der Bundestrainer. Jogi, was gibt's? Ich wollte dir super viel Glückwünschen. Ja, danke, dass wir das Spiel auch gewinnen gegen deine Spanier. Nein, sondern dass ihr die Niederlage nicht so hoch ausfallen lasst. Moment, wir wollen doch gegen Spanien gewinnen. Deswegen haben die ganzen Dortmunder extra zu Hause gelassen. Jogi, der deutsche Fußball ist wie eine abgelaufene Serrano-Schinken. Ist ein schön bunt von die Simmel, aber ungenießbar. In Spanien, wir haben super viele Techniker. Ihr habt in Deutschland super viele Stolperer. Ja, klar, aber ich denke mal, dass bei euch in Spanien auch die beste Zeit auch vorbei ist. Ja, zum Beispiel Xabi Alonso, Küchen-Xabi, Puyol. Das ist eben dann alles Schnee von gestern. Der beste Spanier heute, den ich kenne, das ist der mit diesem deutschen Namen, dieser Mario Gomez. Ja, das stimmt, aber der Mario war über Jahre der beste Abwehrspieler von den Gegner. Jogi. Ja, aber ihr habt natürlich eben dann auch in Spanien Spieler, die alle ein schwaches Selbstbewusstsein auch haben. Ja, klar, das fängt schon bei dir an, bei den Trainer. Ja, ich habe jetzt zumindest meinen Lieblingsarzt gesagt, der Marius Müller-Wohlfahrt, dass das mit deinem Selbstbewusstsein nicht so weit her ist. Der Müller-Wohlfahrt ist kein Arzt, das ist eine Müller-Witzfigur. In Spanien, wir haben viele super besseres Arzt. Zum Beispiel der Dr. Fuentes, der ist wirklich muy bien. Also ich habe damals in Freiburg mit Spliss im Haar schon nach 6 Monaten wieder gespielt. In Spanien, wenn sie eine Spieler bricht die linke Bein, dann erschießt die anschließende Elfmeter eben mit die rechte Bein. Porque die Spiel in Spanien ist viel schneller. Na klar sind die Spanier schneller. Schneller müde. Jogi, wir haben in Spanien die besten Spieler der Welt. Ronaldo, Messi, Bale, Benzema. Aber das sind doch gar keine Spanier, das ist alles nur Fußball-Legionell. In der Bundesliga ist viele zu wenige Gelder. Ja klar, weil du alles mitgenommen hast aus München nach Manchester. Eure Liga ist so langweilig. Die Bundesliga wird in Hospital eingesetzt für Narkose. Ja, und in der Primera Division, da sind die Plätze so alt, dass das Gras unter Denkmalschutz steht. Ihr habt keine Chance gegen Spanien. Und wenn ihr vielleicht die Möglichkeit habt zu gewinnen, nie vergessen, ich bin kein Spanier, ich bin Katalane. Jo. Ja, und denk du dran, ich bin Weltmeister. Davon bist du so weit entfernt wie deine Katalanen von der Unabhängigkeit. So, tschüss, mach's gut, Pep. So, das Rededuell ist ja wieder auch gewonnen, ja, mit 2-0. Und das ist auch mein Wunschergebnis fürs Spiel gegen die Spanier. Also, ich wünsche euch alles Gute. Also, mir, uns. Tschüss. Oliver. So, Freunde, ich friere mir hier den Arsch ab. Die Frage an euch, was glaubt ihr? Spanien, Deutschland, Deutschland, Spanien, wer gewinnt? Schreibt es in die Kommentare. Außerdem den Clip gucken, den Clip und den Kanal abonnieren. So, und jetzt gehe ich ins Warme. Ciao.